Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich bin mir immer mehr bewusst innerhalb von QS24, dass wir teilweise auch Sendungen machen, die vielleicht auch ein gefährliches Halbwissen hinaustragen und einfach gewisse Dinge vergessen gegangen werden oder einfach einseitig betrachtet werden. So aber nicht von meinem heutigen Gast, der einfach wirklich eine ganz andere Sichtweise hat auf die Dinge, eine Ganzheitlichkeit hat. Und ich werde versuchen und schauen, ob wir irgendwie schaffen, solche wertvollen Sendungen wie die heutige einfach ein bisschen mehr gekennzeichnet werden können, damit man wirklich als Konsument von unseren Sendungen auch sieht, wo wirklich die Qualität und eine ganzheitliche Sichtweise enthalten ist. Bleiben Sie dran, nach der Sendung gehen wir ins Thema Thermik rein und Geschmack in Bezug innerhalb von der Ernährung und auf natürlich im Fokus auf unsere Gesundheit. Und da nehme ich Sie mit auf einen spannenden Weg. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen eben auch diesen sogenannten wertvollen Gast auch zeigen, die Sibylle Binder. Ganz herzlich willkommen, liebe Sibylle. Danke, dass du da bist. Und ich musste dieses Intro jetzt auch so machen, weil ich einfach wirklich feststelle, dass nicht alles, was wir hier produzieren, das Gelbe vom Ei ist. Es ist mir eine große Freude, mich mit dir zu unterhalten. Und mit hier auch das Wissen weiterzutragen. Es war und ist mir immer eine große Freude und ich sehe es auch als Verantwortung, dass wir die Patienten, die Klienten, die gesunden und kranken Menschen möglichst differenziert aufklären. Und nicht einseitig. Was wir durch dich alles gehört haben, sei es über Hormone, sei es über Mineralien, über Salze und. Es zeigt einfach, es ist alles ein bisschen komplexer und nicht so einfach, wie wir immer meinen. Und mit dem Schlucken von dem und von dem und von dem einfach letztendlich alle Probleme gelöst sind. Das ist nicht so einfach. Mhm. Und trotzdem ist der Schlüssel in vielen Dingen, wo ich von dir höre, ganzheitliche Ernährung, vielseitige Ernährung, gute Fette, gute Proteine als Basis, zuckerarme zur Ernährung. Klar, gewisse Supplemente brauchen wir, weil es einfach heute nicht mehr anders geht. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Heute gehen wir in Geschmack rein und Thermik. Und im Bereich Thermik kommt mir immer gerade die chinesische Medizin in Sinn, wo ja auch mit Wärme und Kälte, oder ist das der ayurvedische, was jetzt kriegt? Beide. Das ist eben das Interessante. Ich habe dir heute früh kurz erwähnt, ich war eine ganz quirlige klinische Ernährungsberaterin und habe viele Fragen gestellt und meine Dozenten konnten das häufig nicht beantworten und das hat mich nicht zufriedengestellt und darum habe ich dann angefangen, anderes Wissen noch zu suchen und habe es eben tatsächlich zuerst in den östlichen Heilkundeformen gefunden, aber auch in der anthroposophischen. Ich habe in verschiedenen Bereichen Weiterbildungen gemacht und Ausbildungen. Und da bin ich auf etwas gestoßen, zuerst eben in der chinesischen und ayurvedischen, und das ist heute, aber habe ich dann gesehen, in der traditionell europäischen, in der Naturheilkunde, in der TEN, das kennen ja viele noch nicht, genauso vertreten. Als ich eines Tages eine alte Schrift von Hildegard von Bingen las und darin gelesen habe, dass der Gartenlattich nicht gut verdaubar ist, dass er zuerst thermisch verändert, also aufgewärmt werden muss, damit er vertragen wird vom Menschen, habe ich gestaunt, weil ich hatte das vorher nur von den Chinesen gehört. Und dann aber ist doch ein normaler Salat normalerweise, oder? Ja, der genau. Lattich wird das ja kalt gegessen, genau, statt warm. Das ist der normale Salat, wenn wir ihn so essen, gilt, also hat sie schon die Äußerung gemacht, dass es kalt ist. Bei Paracelsus bin ich dann auf das Thema der Kochungen gestoßen, darüber sprechen wir ein anderes Mal. Und dann ist mir bewusst geworden, dass wir in der Ernährungswissenschaft gewisses Wissen wie ausgeschaltet haben. Und das ist dieses qualitative Wissen. Wir sind in der Ernährungswissenschaft sehr gut quantitativ, also zahlenmäßig Mikronährstoffe zu suchen, zu erkennen, zu analysieren. Womit wir uns überhaupt nicht beschäftigen, die Chinesen, aber eben auch die alten westlichen Heilkundigen schon, sind die Geschmäcker und das ist die Thermik. Und ich habe hier diesen Apfel mitgebracht, um das etwas darzustellen.
dass also die Wärme und Kälte Wirkung, damit beschäftigen wir uns überhaupt nicht in der Ernährungswissenschaft, dass es Nahrungsmittel gibt, die eine kühle Wirkung haben. Ich bringe hier ein Beispiel, das wir selber probieren können. Wir nehmen Zucker auf die Zunge und merken, das ist kühl. Wir nehmen ein Pfefferminzblatt auf die Zunge und merken, das ist kühl. Also ein Nahrungsmittel hat die Fähigkeit, seine Umgebung in der Thermik zu beeinflussen. Und nun haben wir uns in der Ernährungswissenschaft nie damit auseinandergesetzt, was das genau bedeutet. Und dann habe ich auch bei den Anthroposophen das eigentlich ganz früh in der anthroposophischen Diätetik gelernt. Da habe ich das erste Mal 2 Stunden lang gekochte Möhren gegessen. Und dann war ich als junge Ernährungsberaterin perplex und habe gesagt, ja, aber 2 Stunden Möhren kochen, da gehen viele Stoffe verloren. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass diese Möhren ganz anders schmecken, nämlich ganz intensiv, einen intensiveren Geschmack haben. Und das hat mich beeindruckt. Und dann habe ich gesehen, dass eben die Chinesen haben mir beigebracht oder haben uns beigebracht, dass wenn etwas lange kochen, dass etwas, das lange kocht, diese Wärme speichern kann und dann im Körper wieder abgeben kann. Dann habe ich, das hat mich fasziniert, dann habe ich mit einem Chemiker mich darüber unterhalten. Wir hören ja auch aus der ayurvedischen Heilkunde, dass das 10 Minuten lang gekochte Wasser am Morgen gut ist. Dann habe ich den Chemiker gefragt, was er dazu sagt und was er denkt, dann sagt er, ja, natürlich, ein 10 Minuten lang gekochtes Wasser ist nicht mehr das gleiche, wie wenn du es aus dem Wasserhahn lässt. Das hat sich verändert und es gibt eine Wirkung dem Menschen ab. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass die alte Medizin hat das gewusst, dass wenn wir etwas in der Thermik verändern, dass es dann offensichtlich dem Menschen besser zuträglich ist. Das heißt, je geschwächter der Mensch, desto mehr hat man darauf geachtet, dass dann eben nicht etwas Rohes gegessen wird, sondern etwas länger zubereitet wird und dann ist es besser zuträglich. Die bekannte, inzwischen auch bei uns tatsächlich in den Kliniken wieder zubereitete Hühnersuppe nach der Geburt. Jetzt kann man das plötzlich in bestimmten Spitälern auf der Geburtsabteilung wieder bekommen. Aber da habe ich noch nicht wegen der Thermik verstanden, denn die Hühnerbrühe ist ja eigentlich eine Wahnsinnselektrolyte, oder? Es ist ja eine Basenbombe. Nicht nur. Es ist eine Basenbombe, aber es ist eben auch, du hast ja auch das Hühnerfleisch drin, es ist auch das Protein. Und du hast dort auch gute Zuckerarten drin. Aber es ist eben nicht nur diese Basenbombe, es ist eben so, dass diese Suppe, die da eben nicht nur 2 Stunden brüht, oder nicht nur eine halbe Stunde, sondern die 24 Stunden auf diesem Feuer ist, eine solche Wärmewirkung hat, dass du eine kleine Portion davon isst und du merkst, du hast viel Wärme. Also du spürst diese Wärme. Aber das Gegenteil sehe ich doch im Skifahren. Da gehe ich rein, trinke schnell einen heißen Tee, innerlich warm. Der Körper muss die Klimaanlage anstellen, um diesen heißen Tee wieder abzukühlen. Ich gehe raus und friere. Genau. Eventuell war der Tee dann zu heiß. Oder du hast noch nicht genügend Wärme zugeführt. Du hast die Poren geöffnet. Er hat angefangen, wirklich mehr die Wärme herumzutransportieren. Es war aber zu wenig und du kommst raus und frierst dann wieder. Also es kommt eben darauf an, wie viel Wärme du dir dann zugefügt hast. Mhm. Wenn du dann am Mittag wieder gehst und du nimmst dann eine heiße Gerstensuppe, eine richtig schöne Portion, dann hast du ist noch eine kleine Wurst dazu, die richtig fettig und deftig ist, dann hast du nachher Wahl. Mhm. Also es ist die Menge, die du dir danach zufügst. Weil dein Körper, und jetzt kommen wir genau zum Punkt, mit 37 Grad Celsius eigentlich diese Temperatur aufrechterhalten sollte. Und dafür ist die Wärme, die wir über das Essen, auch über das warme Essen, das hilft dem Körper.
Also das Essen, entweder hat er ganz viel Kraft und kann diese Wärme selber produzieren, oder aber das Essen hilft ihm auch, die Wärme aufrecht zu halten. Und interessant ist, dass wir heute ja sehen, dass die Körpertemperatur sinkt, ja. Oder? Wir gehen immer mehr in die Kälte. Mhm. Das hat einen riesigen Einfluss auf den Stoffwechsel. Das Immunsystem. Ja. Auf die Enzyme, auf das Immunsystem. Eben. Also es zieht alles mehr zusammen. Eben wir haben mehr degenerative Krankheiten. Und nun ist es eben interessant, dass die Thermik über die Nahrung, wenn wir dann eben eine warme Suppe essen, eine lang gekochte Suppe essen, mehr thermisch mehr angeregt werden. Mhm. Also mehr Wärme. Es steht uns mit einem lang gekochten Eintopf mehr Energie zur Verfügung als mit einem kurz gekochten. Und nun ist es interessant, dass alle alten Systeme, alle alten Küchen auf dieser Welt, egal wo du hingehst, man hat ganz früh angefangen zu schmoren. Man hat ganz früh angefangen, Nahrungsmittel lange zuzubereiten. Und das hätten wir nicht gemacht, wenn es nicht einen Sinn gehabt hätte. Und dann sind wir in den 80er Jahren dazu übergegangen mit der Vitaminforschung und haben plötzlich gesagt, dass Vitamine zerstört werden. Das war auch mein erstes Argument bei den Anthroposophen, dass ich gesagt habe, Moment mal, da gehen ja die ganzen Vitamine verloren. Ja, das ist richtig. Ein Teil der Vitamine geht verloren, wird abgebaut über das Kochen. Vitamin C, gewisse Vitamine der B-Gruppe. Aber die Spurenelemente, die Mineralien, die bleiben erhalten. Und es ist ja nicht so, dass wir nur lang gekochtes essen sollten. Und ich habe dann aber gelernt, ja, das ist richtig, ein Teil geht verloren, aber das andere steht viel schneller zur Verfügung, weil der Körper weniger Wärmeenergie verbraucht und es steht ihm schneller zur Verfügung. Mhm. Und dann habe ich gesehen, okay, in der Anthroposophenmedizin habe ich das gesehen, man hat die Patienten mit lang gekochtem aufgebaut. Dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich in der alten Heilkunde war es so. Und in den 70er Jahren haben wir dann plötzlich gehört, nein, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Man hat plötzlich gesagt, ihr solltet es möglichst viel roh essen. Wir sollten möglichst viel roh essen, ungekocht, damit wir gut abgedeckt werden mit Vitaminen. Und das ist richtig, wir brauchen die Rohkost auch, aber wir haben dann plötzlich angefangen, einige Leute, vor allem mehr die Frauen, möglichst viel Rohes zuzufügen. Und das wiederum kann zu Verdauungsstörungen, da werden wir in einer anderen Sendung darüber sprechen, zu Verdauungsstörungen führen. Und wenn ich nun bei Verdauungsstörungen, bei Kältesituationen wieder mehr Warmes esse oder auch wärmende Nahrungsmittel, dann merken wir, dass das therapeutisch einen Effekt hat. Ich kann die Körpertemperatur erhöhen, ich kann die Lebertemperatur erhöhen. Nicht nur mit einem Leberwickel, auch mit warmem Essen, mit wärmenden Gewürzen. Und das haben wir völlig ausgeklammert. In der Ernährungswissenschaft beschäftigen wir uns nicht mit den wärmenden Gewürzen. Warum haben wir im Winter die Lebkuchengewürze? Weil sie eben thermisch wärmen, sie erhöhen die Lebertemperatur und führen darum auch zum Beispiel zu einer verbesserten Psyche, zu wenn wir innere Wärme haben, dann fühlen wir uns auch besser. Und das können wir in der Diätetik wirklich nutzen, dass wir sagen, okay, wir überprüfen mal, wie viel Nahrungsmittel diese Person zu sich nimmt, die eigentlich eher kühl sind. Wie viel Nahrungsmittel hat sie, die warm sind? Und fangen das etwas an auszugleichen und sehen dann, dass wir bei Nerven belasteten Personen, bei erschöpften Personen mit der Thermik therapeutischen Nutzen bringen. Mhm. Und genauso haben wir die Geschmäcker nicht im Fokus. Alle alten Heilkundesysteme, ich nehme jetzt hier auch wieder zuerst die Chinesen, von denen habe ich das auch zuerst gehört, dass Süßes verteilend wirkt. Warum haben wir gerne etwas Süßes? Ne? Süßes hat die Aufgabe zu verteilen. Süßes ist die Grundlage, dass ich Substanz aufbaue. Das kennen wir auch in der TEN. Süßes brauche ich, damit ich neue Zellen bilde.
Aber als Stoff, der nicht chemisch analysiert, quantitativ im Moment dargestellt werden kann. Aber das Süße macht etwas mit uns. Das Bittere macht etwas mit uns. In dem Bitteren zieht es etwas zusammen. Bitteres bewegt, Scharfes bewegt. Das sehen wir, dass wenn wir scharf essen, dann fangen wir an zu schwitzen. Bei der roten Schärfe. Bei der weißen Schärfe, wie wir das bei Meerrettich kennen, merken wir, dass die Augen und die Nasen anfangen zu laufen. In der alten Diätetik und Heilkunde hat man die weiße Schärfe genutzt. Wann hat man sie eingesetzt? Bei deftigen, fetten Fleisch. Oder beim fetten Fisch, beim Lachs, beim geräucherten Lachs nimmst du Meerrettich dazu. Wir haben in der alten Heilkunde interessanterweise Gewürze eingesetzt, auch bei uns, oder? Wir wissen, hören wir von den Chinesen, aber auch im Westen, Milchprodukte verschleimen, bringen Feuchtigkeit ins System. Also, und ein System, das viel Feuchtigkeit hat, wird etwas träge. Was hat man gemacht in alten Rezepten? Man hat Muskat dazugegeben, man hat Nelke dazugegeben, man hat Paprika dazugegeben. Gewürze, die bewegt haben, die ausleitend wirken für Feuchtigkeit. Und je mehr ich mich als wissenschaftliche Ernährungsberaterin ganzheitlich orientiert und interessiert angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, desto mehr habe ich bemerkt, dass alte Rezepte häufig harmonisch in sich zusammengesetzt waren. Die haben sich was gedacht dabei. Genau. Die haben das intuitiv gemacht. Die haben das wirklich immer wieder miteinander gut kombiniert. Wenn wir ein heißes Eiweißgericht, ein scharfes Fleischgericht nehmen oder einen wie in der indischen Küche ein scharfes Linsendal, ein sehr gut gewürzten Bohnentopf und nehmen eine Joghurtsoße dazu, die eher kühlend ist, dann gleicht sich das Ganze wieder aus. Also die alte Küche hat wirklich häufig harmonisch zusammen, alles richtig zusammengesetzt. Und eben das Scharfe, das Bittere, das Saure, das Salzige, alle diese Geschmäcker, die haben auch einen Bezug zu Organen. Die haben einen Geschmack zu, oder einen Bezug zu Systemen und wirken ausgleichen. Wir haben in der Medizin keine Ahnung, warum bestimmte Kinder zu Salz greifen, intuitiv zum Salztopf greifen. Warum machen sie das? Warum trinken bestimmte Kinder unglaublich gerne die saure Salatsoße? Warum haben sie den Bezug zu Essig? Oder warum haben sie den Bezug zu Zitronen? Weil unser Körper danach verlangt, um etwas auszugleichen. Haben wir keine Ahnung, was wir in der Ernährungswissenschaft damit anfangen sollen. Alle alten Heilkundesysteme hatten das drin. Ich fange jetzt mal an mit meinen vielen Fragen. Gut. Ich weiß zum Beispiel, sehr viele kranke Menschen haben so Körpertemperatur zwischen 35,6 bis 36,4. Und was ich auch weiß, ist, dass die Körpertemperatur, wenn sie sich um 1 Grad nach unten verschiebt, auch das ganze Immunsystem sich halbiert. Das ist ja dramatisch. Mhm. Heißt das, wenn jemand krank ist, hat er tendenziell auch Untertemperatur, aber dann, wenn er krank ist, hat er ja auch Fieber. Oder wenn er eine Krankheit hat, da verstehe ich noch nicht ganz. Ja. Also, wenn er Fieber produziert, ist das ja bereits ein Heilversuch des Körpers, vom Körper Toxisches zu verbrennen und auszuleiten. Mhm. Also er produziert Hitze und du hast etwas Interessantes angesprochen, du brauchst aber Kraft, um Hitze zu produzieren. Jetzt haben wir doch immer mehr Menschen, das ist übrigens eine meiner Fragen in den Anamnesen, können Sie oder wie häufig können Sie noch Fieber produzieren? Und wie viele? Ja, niemand. Genau, wie viele Menschen haben wir heute, die können kein Fieber mehr produzieren? Also wir sind wie in die Schwäche gerutscht, ja. Wir rutschen in die Kälte. Ich teste das immer mit der Hyperthermie. Genau. Endlich wieder mal künstliches Fieber zu machen, auf 40 Grad rauf oder sowas. Ganz genau. Mhm. Also wir wissen, wir brauchen eine bestimmte Temperatur, damit der Stoffwechsel aktiv ist und eben er braucht Kraft, um Hitze zu produzieren. Mhm. Weil, und viele Menschen sind heute zu kalt,
sind etwas zu kühl und dann ist das Immunsystem eben wirklich tatsächlich auch geschwächt. Also jetzt haben wir einen kranken Mensch, der nicht fiebert, dann müsste der eigentlich tendenziell mehr gekochtes Essen und wo aber lang gekocht ist, nicht kurz gekocht, es sprudelt zwar, es ist heiß, aber es ist nicht die gleiche Hitze wie etwas, was länger gekocht ist. Genau. Und das lang gekochte eben ist sanft gekocht. Ja. Das heißt auch, wenn ich die Karotte als Beispiel nehme, eigentlich zerfällt die mir schon im Mund. Das ist ganz interessant. Da habe ich ja auch gestaunt. Das Gemüse macht das nämlich nicht immer. Wir machen diesen Versuch bei uns in der Ausbildung, dass wenn wir das Thema neben Niere und Nierenkrankheiten in der Diätetik besprechen, dann dürfen die Studenten eine 24-Stunden-Hühnersuppe mit einer 2-Stunden-Hühnersuppe, genau das gleiche Rezept, aber unterschiedlich lang gekocht, degustieren und können dann Erfahrungen sammeln. Und da staunst du eben wie du plötzlich merkst, du hast mehr Wärme. Und das ist in der alten Medizin immer so gemacht worden. Übrigens habe ich das noch in meiner Kochlehre, ich habe die Kochlehre im Spital gemacht, so gelernt, wir haben alle frisch operierten und geschwächten Patienten mit der lang gekochten Schleimsuppe aufgebaut. Die war nicht kurz gekocht, sondern wir haben das aus alten Rezepten genommen. Und heute ist das aber nicht mehr der Fall. Genau. Und Hildegard, oder Paracelsus, sie alle haben Wert darauf gelegt, wenn der Mensch eben geschwächt ist, in der Kälte ist, baust du ihn mit lang gekochtem auf, nicht mit kurz gekochtem. Das weiß niemand mehr. Es ist unfassbar, ganz wertvoll. Also müssten eigentlich wirklich nochmals alle kranken Menschen eigentlich tendenziell nicht Rohkost essen, sondern wirklich gekochtes, dass sie Wärme haben, dass sie durch das auch Energie kriegen und letztendlich ihr Immunsystem wieder gesteigert wird und sie die Krankheit selber besiegen können. Genau. Und dann kannst du die Rohkost, du sollst die Rohkost und kannst die Rohkost einbauen, aber wirklich in achtsamer Aufmerksamkeit, wie stark deine Verdauungskräfte wirklich sind. Und wenn ich einen jungen Mann habe oder eine junge Frau, die viel Hitze haben, dann sage ich, du vertragst viel Rohkost. Ohne Probleme. Habe ich aber eine schwächliche, im Moment gestresste Frau, die zu mir kommt, dann sage ich, da würde ich mehr gekochtes essen. Und nicht nur lang gekochtes, sondern ich sage immer wieder, gerade jetzt übrigens im Winter brauchen wir es ja eigentlich, eben auch um die Nebennieren zu stärken, 2-3 Mal in der Woche etwas richtig länger gekochtes. Und dann sehen wir, unsere Großeltern haben das nämlich so gemacht, da gab es den Salat als Beilage. Nicht schwerpunktmäßig Salat zum Mittag. Das hat alles erst in den 70er Jahren angefangen, dass wir angefangen haben. Mit dem Vitamin-Hype. Ganz genau, mit dem Vitamin-Hype. Und dann habe ich vor einigen Jahren das erste Mal in einer ernährungswissenschaftlichen Zeitschrift gelesen, dass eine Studie aufgezeigt hat, ich habe sie dann nicht gefunden, dass die Aufnahme der Mikronährstoffe im Darm nach Rohkost weniger hoch ist als nach gekochtem Essen. Also eben kann gekochtes Essen wirklich schneller zur Verfügung, also die Substanzen aus der gekochten Nahrung stehen schneller zur Verfügung. Und die Leute, die ständig schwitzen, müssen eigentlich jetzt aus dieser Erkenntnis heraus tendenziell das Umgekehrte machen, die können den Körper mehr abkühlen. Die können mehr abkühlen. Übrigens, vielleicht komme ich hier zu Becher Benner. Becher Benner hat in seinem Kurhaus eine sehr rohkostbetonte Ernährung gehabt. Viele, die zu ihm in die Kur gingen, die haben Rohkost gehabt, aber nicht nur. Man hat es auch damals schon etwas individuell angeschaut. Aber wir hatten damals viel mehr diese Hitzepersonen, oder? Früher hatten wir viel mehr Menschen, die massig waren, viel Hitze haben, viel Wärme hatten. Und da war die Rohkost genau das Richtige. Ich habe als junge Ernährungsberaterin in der aber nicht mehr heute, wenn sie krank kommen, schlank sind und schon frieren. Ganz genau. Wir haben als junge Ernährungsberaterinnen durften wir
Damals gab es die Birchobender Klinik, gerade noch in der Endphase hier in Zürich, durften wir dann an einer Rohkoststudie mitmachen. Wir mussten 2 Wochen lang Rohkost essen und man hat unser Immunsystem gemessen, also Blut genommen und die Thermik gemessen, also verschiedene Thermopunkte gemessen. Bei einem Teil von uns hat sich das Immunsystem verbessert. Bei einem Teil von uns ist es gleich geblieben und bei einem Teil von uns wurde durch die Rohkost das Immunsystem geschwächt. Also müssen wir die Thermik wirklich anfangen, individuell einzusetzen und dort, wo die Menschen eher, heute ist das die Mehrheit, unterkühlt sind, mehr Wärme zufügen. Und mit den Geschmäckern eben auch, wenn ich etwas Schärfe, etwas Bitteres einsetze, dann bewege ich. Und ich brauche Wärme und Bewegung, dass der Stoffwechsel gesund bleibt. Ich schreibe mir das auch auf, denn das finde ich auch so spannend, wenn wir mal über Gewürze und Kräuter so sprechen, weil so, man lernt ja gar nicht mehr, was ist jetzt wärmend und was kältend von den Gewürzen her. Genau. Und denn der Bezug von den Gewürzen zu entsprechenden Organen. Wenn jemand eine Schwäche hat an der Blase, welches Kraut ist dafür gewachsen? Es ist ja für alles irgendwo ein Kraut gewachsen, oder? Genau. Und das ist das Interessante, dass wir das ja verloren haben. Ja. Oder? Eben, warum zieht es denn einen zum Sauren, den anderen zum Salzigen wieder? Und warum haben gewisse Menschen gerne bitter und andere nicht? Das ist tief angelegtes Wissen im Körper, mit dem sich die Ernährungswissenschaft überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Und ich war wirklich beeindruckt zu sehen, dass ich das alles nicht gelernt hatte als Ernährungsberaterin. Und dass die alten Systeme so wertvolles Wissen hatten. Und als ich angefangen habe, damit zu arbeiten, habe ich gemerkt, wie viel Erfolg das in der Praxis bringt. Du bist wirklich dadurch eine Ausnahmefachfrau. Wenn ich jetzt da gesehen habe, was wir heute schon für Sendung gemacht haben über die wichtigsten Mikronährstoffe, über die Ernährung, Fette, Öle und, und. Jetzt kommen wir noch mit Thermik und Geschmack dazu. Und wenn man das alles dann verbindet zu einem fertigen Bild, von außen oder lauter Puzzlesteine ein Bild entsteht, dann glaube ich eben schon, dass der Körper ja aus allen Seiten Sichtweisen gestärkt wird, um eigentlich seine Baustellen selber zu sanieren. Ja, genau. Und weißt du, das, noch einmal zurück zum Immunsystem. Du hast Simon Feldhaus auch hier gehabt, das auch andere hier gehabt. Wir hätten ein so umfangreiches Wissen, wie wir Corona und ähnlichen Viren begegnen könnten, auf eine natürliche Art und Weise, so dass man nicht alles runterfahren muss. Das Wissen muss einfach mehr unter die Leute. Was wir selber machen können, dass diese Viren gar keine Chance haben, sich in uns wohlzufühlen. Ich sage das auch immer wieder. Es braucht ein Milieu für die Viren und die Bakterien. Ja, das Milieu wird maßgeblich auch von der Ernährung und natürlich vielen anderen Substanzen nach, aber auch über die Ernährung. Klar, aber es ist ja kein Thema. Genau. Wir kämpfen im Schießen mit Kanonen auf die Spatzen und schauen, dass wir das Problem lösen, aber es wird nicht gelöst, in keiner Art und Weise. Bei euer NHK macht ihr genau diese Ausbildung. Das heißt, die Leute, die bei euch in der Ausbildung sind, in Bezug auf Ernährung, die lernen das alles, was du jetzt mir da erklärt hast heute. Ja. Also, das sind ja also wirklich Perlen, die da entstehen. Wir haben Weiterbildungen und wir haben in der Grundausbildung der Heilpraktiker haben wir die Ernährung drin. Und das ist uns genau ein großes Anliegen. Also eben Laura und ich, du hast Laura auch immer wieder hier. Und wir versuchen wirklich aufzuzeigen, und eben nächstes Jahr werden wir ein Lehrbuch herausgeben, um aufzuzeigen, wie komplex und vielschichtig die Nahrung eigentlich wirkt, vom alten energetischen Ansatz her bis in die neueste Wissenschaft, und das lernen unsere Studenten. Eigentlich müssten das unsere Zuschauer alle lernen. Ja, und nicht nur der Student. Das ist das, was ich immer wieder sage. Eigentlich müssten wir in die Schule. Wir müssen es unter die jungen Frauen bringen, die schwanger werden möchten. Wir müssen es in die Kindergärten, in die Schule bringen. Und nicht auch wieder hier, nicht einseitig. Man soll nicht sagen, es darf keine Banane mehr sein zum Znünin, das ist zu süß. Nein, wir müssen das in Relativierung setzen. Aber es gehört in die Schulen, es gehört in die Gesellschaft. Wir haben noch viel zu lernen. Und gleichzeitig, weißt du, finde ich, es ist viel passiert in diesen über 30 Jahren, seit ich als Ernährungsberaterin arbeite. Das Bewusstsein ist gewachsen.
es gibt immer mehr Wissen. Es wird in den nächsten 10 Jahren ganz viel passieren. Auf der anderen Seite sind in den letzten 22 Jahren auch die ganzen Fastfood-Ketten explodiert. Ja. Wo man sagen muss, ja gut, jetzt hat man doch überhaupt nichts verstanden, oder, in Sachen Ernährung. Und die Pharmaindustrie gewachsen. Ich glaube, es war 2015, den Studenten am Anfang des Unterrichts, manchmal diese doppelseitige Sonntagszeitung-Einlage, die damals, die es da gab, in der Mitte der der Sonntagszeitung gab es eine Doppelseite, wo aufgezeigt wurde, dass die Pharmaindustrie und und Nestle die Personen ausgetauscht haben und davon ausgehen, dass sie in 15 Jahren den Weltmarkt an gesundheitsfördernden Produkten regieren werden. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, bin ich auch etwas erschrocken. Und das ist das Schwierige, dass wir eine manipulative Aufklärung haben in der Schweiz auch. Ich habe gerade so eine Vision im Kopf, ob man solche eine Ausbildungsserie, Reihe eigentlich nicht irgendwie im Fernsehen dokumentieren kann. Das haben wir. Weil es sind viel mehr Zuschauer als in der Fachausbildung. Ich weiß, aber ich meine, nicht jeder Zuschauer wird alles sehen, so wie wir es heute natürlich auch haben, oder? Aber das sind ja so wertvolle Puzzlestücke, die wir wirklich, das ist Schulfach, ja, wirklich Schulfach. Ich, weißt du, Herr Burgerstein und auch bei Bonus An ist so, das sind Nahrungssupplementhersteller, die einen von Holland, die anderen hier ja von der Schweiz. Die haben ja fast alle so in der Garage und ganz einfach angefangen zu forschen. Und alle diese ursprünglichen Supplementhersteller, alle darum, weil sie gesagt haben, jeder hat das Recht, gesund zu bleiben und jeder hat das Recht, das zu erfahren, wie er selber gesund bleiben kann. Genau das sind wir jetzt, oder? Wir müssen das noch viel breiter schlagen, dass die Leute wirklich selber die Gesundheit in die Hände nehmen können. Also ich brüte beim Mittagessen noch eine Idee mit dir aus. Gut. Gut. Vielleicht hier noch einmal, ich bringe es ja dann meinen Kochen auch nochmal. Dieses Beispiel eben, das Birche Benner ja es ist wirklich nicht von mir, offensichtlich hat Birche Benner in einem Ärztevortrag den Apfel genommen und hat seine Kollegen gefragt, seht mal, wir kennen diesen Apfel. Dieser Apfel, wir wissen, woraus er besteht, aus vielen Nährstoffen. Wir können alle diese Nährstoffe in ein Reagenzglas tun, aber wir bringen den Apfel nicht hin. Was ist es, was den Apfel zum Apfel macht? Und dann konnte ihm niemand antworten und dann hat er gesagt, pflanzliche Nahrungsmittel sind Sonnenakkumulatoren. Und das wissen wir heute auch über die Biophotonen forschen. Ja. Was diese Nahrungsmittel an Kräften haben als Ganzes, und uns abgeben, da haben wir über das Erkennen der Nährstoffe erst einen ganz kleinen Teil erfasst. Und mit ganz vielem anderen haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt. Und ich habe als Ernährungsberater mich so immer wieder auch für das Nicht-Fassbare interessiert. Und erst wenn wir das Nicht-Fassbare mit dem Fassbaren in Verbindung bringen, greift es. Mhm. Ja, da kommen wir wieder zu dem, dass 95% dieses Apfels eigentlich aus dunkler Energie und dunkler Materie besteht, wo ich gar nicht sehe. Genau. Und trotzdem, das bringe ich schon nicht in meinen Kopf rein. Genau. Aber wie wollen wir die Komplexität erfassen? Ja. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder, da bemühe ich mich auch sehr darum, wir brauchen immer wieder diese Demut. Ich habe so viele spannende Heilprozesse beobachtet in der täglichen Praxis durch das Begleiten von Patienten. Es ist so viel möglich und das kommt einfach noch zu wenig an die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit. Und da haben wir noch viel zu tun. Aber zu meinen, dass dieser Apfel, diese 5%, die wir sehen und kennen, alles sein sollte, zeigt auch ein bisschen, wie naiv wir sind. Ja, genau. Zu glauben, dass wir mit diesen paar Nährstoffen hier drin die Wirkung haben. Nein, es ist viel komplexer. Unser Körper muss ja mit diesen Nährstoffen auch arbeiten und dafür braucht er wieder Kräfte. Mhm. Und diese Kräfte kommt über die Wärme. Also darum müssen wir wirklich weiter denken als nur Mikronährstoff, Makronährstoff isoliert berechnen. Es muss schon noch leben, he? Ja, ganz genau. Die Sonne. Ganz genau. Sibyl Winder, ganz herzlichen Dank für diese spannende Sendung. Ich bin hellwach und fit und kann noch unendlich viele weitere Sendungen mit der Dame machen, denn wenn ein Thema mich einfach begeistert, dann bin ich auch voll dabei und ich hoffe, es geht Ihnen genauso und ich werde beim Mittagessen versuchen, hier irgendeinen Plan auszuarbeiten, damit wir so einen wertvollen Gast, wie wir heute haben, Ihnen noch viel, viel mehr präsentieren dürfen. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.